Wie schon in Sachsen geht auch in anderen Bundesländern am Montag, zumindest in den Grundschulen, der Unterricht wieder los. Berlins regierender Bürgermeister Müller will die Impfreihenfolge ändern lassen, Lehrer und Kita-Personal bei Impfungen vorziehen. Auch der Bundesgesundheitsminister findet das gut. Aus unserer Sicht kann man das deswegen auch herleiten und rechtfertigen, weil wir bei Kitas und Grundschulen, vor allem aber bei Kitas, das Thema Abstand und Hygiene, also man sozusagen nicht so umgesetzt werden kann, wie etwa in der Oberstufe. Auch Virologen befürworten gerade diese Personengruppen zu impfen. Vor allen Dingen solche, die viele Kontakte haben, also als potenzielle Superspreader das Virus weitergeben könnten. Deutschland wird jetzt deutlich mehr Impfstoff bekommen. 5 Millionen Dosen wurden allein in den letzten Wochen verimpft. Und nächste Woche werden allein noch einmal 5 Millionen geliefert. Das Impftempo mit 150.000 Spritzen täglich muss auf mindestens 300.000 verdoppelt werden. Es wird vor allem AstraZeneca geliefert. Weil oft die auch vom Hersteller beschriebenen Nebenwirkungen auftreten, wird derzeit nicht jeder Impftermin wahrgenommen. Wenn nicht alles verimpft wird, soll der Stoff an jeden gehen, der will, heißt es aus Bayern. Es ist immens wichtig, dass das, was wir jetzt an Impfstoffen haben, auch verimpfen. Und ich bin auch dafür, wenn wir dann Impfstoff haben und es gibt Leute, die geimpft werden möchten, dann müssen wir uns überlegen, wie die auch geimpft werden können mit AstraZeneca. Hoffnung also für viele, die jetzt noch ganz hinten in der Impfreihe stehen. Dort müssen sich dann allerdings die anstellen, die den Peaks jetzt ausschlagen. Neue Angebote mit anderen Impfstoffen soll es jedenfalls im Moment nicht geben.